Und zurück in die Taverne. Oh, das waren schwere Geburten. Oioioioioi. So, Meister, wie war's denn mit dem Pet? Ernsthaft? 500.000? Ja, ich hab's befürchtet, dass ich die dem. Ja, aber wie soll ich mir denn jeweils eins kaufen, wenn, weiß schon, wenn die immer teurer werden? Ja, da gebe ich dir irgendwo recht. Na, ich habe da so einen Verdacht. Kann das sein, wenn wir schon Missionen spielen, die wir schon erledigt haben, dass wir da keine Erfahrungspunkte kriegen, sondern einfach nur dann dieses Mana farmen? Weil ich vermute, die Preise werden sich anhand eines Levels anpassen. Ja, gut, das ist naheliegend, ja. Aber ich will so ein Viech. Ja, vor allen Dingen, wir haben gerade mal 55, also irgendwas, also ich habe jetzt gerade mal 55.000 Mana. Ich habe 41.000, sogar noch weniger. Ich glaube, deine Theorie stimmt nicht. Was meine Theorie was? Dass wir das irgendwie gut geschrieben kriegen. Weil ich muss sagen, wenn ich mir das so immer eingesammelt habe und dann per Hand verkauft, war ich effizienter. Sagen wir es mal so. Ja klar, weil du wahrscheinlich mehr bekommen hast, wenn du mehr eingesammelt hast. Nein, so meine ich das nicht. Ich verkaufe jetzt meine ganze Plunder. Oh. Hast du mal geschaut, was die ganzen Zeichen da unten so bedeuten haben? Also die Symbole bei den Waffen? Was ist denn Das sind die das? einzelnen Stats, die du hast, aber ich kann dir jetzt Ja, nicht ich sehe es sagen, gerade, was aber die. was ist denn das? Hm. Easy come, easy go. So, das verkaufen wir jetzt 2700 Mana bekommen, das You're ist looking das, for was ich da something hatte. specific? Ein Hero Shop auf so einem. Ich könnte Hm. hier quasi reinschauen machen. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Wenn ich mir so meine Waffen anschaue, da habe ich so ein Pfeilsymbol unten links. Was soll das darstellen? Ich sehe das Symbol nirgendwo. Sonst irgendwo in Weiß meinem ich nicht. Charakter oder sonst was. Weiß ich nicht. Ist doch alles doof. Vor allem würde ich auch mal ganz gerne wissen, wie man Items upgraden kann. Das habe ich auch mal so rausgekriegt. Auf die Box. Ach, das kann ich dir gerade sagen. Hier. Oder? Warte. Verwerfen. Invest. Ach, Invest? Investment. Ah, okay, ja, das ist, wenn ich Investiere da in die nächste Invest. Schmiede. Ach so, warte mal, wir brauchen das. Ach so, wir brauchen dazu einen Schmied oder was? Also Ja, die ne, diese Schmiedebox. Forge hier, diese Forge da. Das Ding, wo ich da gerade stehe. Schau ich mal, ob ich ein Item mal upgraden kann. Upgrade available. Ah ja, okay. Jetzt kann ich da quasi. Vielleicht schieben Hero Damage. Ja, Hero Damage. Medium Damage natürlich. Hä? Wo kannst du das jetzt upgraden? Ich gehe in ein Item rein. Und da gibt es unten rechts Invest mit irgendeiner Tastenbelegung. Dann drücke ich auf Invest und dann geht Ich so kann ein doch Tacho bei Item. hoch. Und dann irgendwann, wenn der Tacho voll ist, dann kannst du was erteilen, so ein Punkt. Ja, aber ich kann doch meine Items, was ich angelegt habe, gar nicht sehen. Doch. Wo Die denn? Item. Warte mal kurz. Ich sehe nur die, die ich nicht So, angelegt ich habe. gehe. Moment. Hero Info. Du musst auf Hero Info und dann siehst du ja rechts die Items, die angelegt sind.
Ah, okay, verstehe. Ah, okay. Ich habe sogar mal zwei Ja. Items abgequält. Wähle aufwerten des Attributs. Ui, das ist aber teuer zum Upgraden. Ach ja, hier. Oh Gott. Ja, nun? Hier, es gibt Items, die machen mein Minion Damage minus. Ach, Ach das du ist Scheiß. Geschossgeschwindigkeitsbonus. Weitere Okay, ich Geschosse. habe gerade all mein Mana in ein Item reingeballert. Das kann ich gar nicht aufrüsten, oder? Möchtest du da investieren? Okay, Heldenschaden. Fernkampfschaden. Okay, jetzt bin ich blank. Das ist nicht. Magazingröße. Ja, du hast alles investiert, oder? Ja, das eine Item, da ist plötzlich dann das Mana so richtig als Plop gemacht und dann war es weg. Okay. Wir müssen weiterspielen, ich brauche neues Mana. Wollen wir. Weißt du, was wir mal machen? Wir spielen mal das erste Level in Hard. Gib's mir hart, Baby. Oder Insane? Ach komm, machen wir Insane. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt fürchterlich einen aufs Maul. Ach, wir machen Hard. Machen Ach wir nee, hart. komm. Nee, wir Nein, machen wir machen. hart. Nicht Nein, wir insane machen gleich. eins drüber. Wir werden das überleben, wir sind gut. Okay, da war ja nur der eine Aufgang, ne? Das ist ja nur die Treppe hier. Nee, die kommen von hier auch noch. Von da drüben Achso, es waren später. zwei Treppen. Ja. Das sind nur zwei. Ne, vier Kisten insgesamt, okay, passt. Ja gut, aber dann muss ich jetzt halt. Da ist eben zwei Archer rein. Ja, ich sichere hier die Zugänge ab. Oh, ich bin blank. Naja, Warte mal, dann. ist das nur der eine? Ne, ein Kristall? Ja. Achso, ja, dann kann ich Hallo, das ja. ist das erste Level, jetzt mach hin. Ja, trotzdem muss ich mal gut gucken. Bin gespannt, was wir da jetzt für Mana rausziehen. Hey, was schießt der an? Was ist das für ein Lutscher? Hallo? Der schießt die Puppen an! Das ist schön, dann du sie doch wieder weg bauen. Cell Defense? Ja, jetzt ist es zu spät. Ich hoffe, die drehen sich dann auf die wichtigen Sachen. Ach ja, jetzt hören sie auf, glaube ich. Au. Okay. Das Level ist ein bisschen stärker. Aber wieso sollten wir wegkriegen? Da kommen jetzt noch vier Einheiten. Die kriegt man, glaube ich, gerade noch so weg. Na komm, geh weg. Juhu, erste Welle überlebt. So. Weißt du was? Die haben jetzt Spaß hier oben, die schießen immer noch auf das Gedöns. Na, dann Oder haben sie jetzt halt ihren wieder. Spaß. Vielleicht werden sie ja besser dadurch, wenn sie mehr schießen.
Wer weiß. Du weißt schon, wie so ein bisschen wie bei Dungeons 2, wenn du dann diese Orks in diese Gruppen reinschickst. Ach so, ja. So lange, bis sie gut sind. Mhm. Ich gehe fest davon aus. Mhm. Wenn wir das dann hier erledigt haben, dann sind wir bestimmt Level 3644. Okay, meine Seite halte ich, glaube ich, clean. Au. Na, hallo? Ach, Bogenschütze, weg. Okay. Und da rennt der Staubsauger. So, da ist eine Waffe. Willst du mal irgendwie was hast du denn? Na, jetzt habe ich meine eine aufgerüstet, jetzt behalte ich die. Und wir laufen ja direkt auf die. Achso, jetzt könnte ich eigentlich. Reparieren wir die. Dann bauen wir hier noch mal was sicherheitshalber. Hier noch. So. Okay. Ich denke, wir können. Ja. Hab ich jetzt gedrückt? Ja. Nee, du musst noch drücken. Oh, ey, deine Archer, ne? Die machen ja wahnsinnig. Okay. Die Orks haben über 5000 Lebenspunkte. Ach ja, das ja. Ich meine, so ein Anschlag macht mit einem Schuss 600 Schaden. Wenn die alle einmal draufschießen, dann ist der sofort weg. Ach so, machen die so viel? Okay. Ja. Ja, dann. Klar, guck mal. War das total einfach. Easy. Jetzt will ich mal wissen, was dieser Heiler eigentlich macht. Ich stelle jetzt mal einen Heiler noch mit hinten rein. Ein Heiler? Ja. Ja, der wird doch schon. Steht das nicht in der Beschreibung? Dann müsst du doch eigentlich deine Minions dann heilen, oder? Genau, das ist der Plan. Ach, das ist so. Boah, den hinter so ein Ork hingestellt von dahin, dann ist der ja echt safe. Ja, der kostet aber auch Schweine viel. 180, der ist noch teurer als so ein Ork. So, ich mache hier schon mal hier dicht. Na, ist das schon gedrückt? Du Luder! Warum läuft das eigentlich automatisch runter jetzt? Mal, weil das so wenn immer einer drückt, dann läuft die Zeit. Echt? War das vorhin nicht aber viel mehr Zeit eigentlich? Normalerweise, wenn du gedrückt hast, hatte ich ja nie einen Stress, dachte ich. Ja, es kann sein, dass dadurch, dass wir auf schwer gestellt haben, dass es schneller geht. Au, oh, alter Schwede. Das ist aber gut hier.
komme ja gar nicht durch hier. Ah, ich glaube, so ein Upgrade, der macht 1400 Schaden und die Normalversion 600. Okay. Dann macht es wahrscheinlich doch mehr Sinn, die Dinger abzugraden. Oh, scheiße, das zu meiner Theorie. Achso, ich habe auf Schwertstein, ne? Mhm. Kommt ja auch so. Dann werde ich auch die Dinger noch upgraden. Oh, das war das Falsche. Hä? Okay. So. Was? Geht's dir gut? Nein, wenn der so beschwerer da steht. So. Einfach diese komischen Priester bei Age of Empires oder so, die immer so wurde. Ach Gott, ja, jetzt weiß ich nicht. Oh, die Zeit läuft ja schon wieder ab. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab auch nicht gedrückt. Ach, läuft die etwa automatisch? Hm, das ist wohl der Hardmode. Ja. Oh scheiße, ich bin mitten in den Feinden. Ja, ich bin da mal weg. Wir haben ja mal die Kisten hingelootet diesmal. Ja, ich auch nicht. Die eine habe ich übrig. Bauen. Ach, wir brauchen schon Kisten. Bauen. Okay, Version 3 ist nicht richtig sind. Ne, das war Version 2. Tja, ich denke, das war's dann wohl. Ja, wenn die da hinten aus ihren Bröckel suchst und noch weitergehen. Ja, Entschuldigung. Hä? Laufen die jetzt wieder zurück? Lass mich doch in Frieden! Jetzt verfolgen die mich. Na dann, rennt in die Bombe. Ich weiß nicht, was der jetzt gerade hier an mir gefressen hat, warum der mich gerade verfolgt. Geh weg. Okay. Ach Gott. Es ist aber gut hier. Geht's weg. Tja. Das war's wohl. Scheiße, schon wieder Stufenaufstieg. Das geht jetzt aber fix. Es hat zwei Levels gegeben, oder? Ja. So, ich sammle jetzt mal alles ein. Ah, okay. Die Mana-Brocken, die wir einsammeln, gehen jetzt 1:1 in unseren Vermögen über. Ja, das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Ja, aber die Items. Das ist ja trotzdem wenig. Korrekt. Also, ich habe jetzt bei mir Banked Mana 1500. Was jetzt nicht so viel ist.
Also oder? ich habe jetzt 11.000 gemacht oder 12. Kann das sein, dass es abhängig ist von dem Mana, was man selber noch übrig hat, dass das durch irgendeinen Multiplikatorumschluss durchläuft? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, gehen wir in die Taverne. Ja.